Quality hinzukommen. Stockfinger Gaming. Und heute spielen wir dann wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Forza Horizon 5. Glückwunsch! Ein Fahrer hat dir über das Festival-Netzwerk einen Daumen hoch geschickt. Du nutzt Social Media, oder? Tja, das ist genauso, nur viel cooler. Ja, wir zocken heute mal Forza Horizon 5. Habe ich nicht gezockt. Sehr lange nicht. Beziehungsweise noch nie gezockt hier auf meinem Kanal. Ihr wisst ja, ist wieder mit der Xbox verbunden. Sieht man auch an den Steuerungen hier. Und wir fahren heute mal mit dem Audi R8. Beziehungsweise wir können auch mal gerne mal den Fuhrpark angucken. Wenn ihr das unbedingt sehen wollt. Ich wollte jetzt nicht auf die Geschenke gehen. Hier kann man meinen Fuhrpark sehen. Hier ist gerade mein aktuelles Auto. Ein Audi, hier RS6 Avant, RS3 Sportback. Ja, keine Ahnung, was das ist. Ganz viele BMWs. Ich habe auch einen Bugatti, ja, der kostet auch 3 Millionen. Könnte ich eigentlich fahren, tatsächlich. Ich glaube, wir wählen mal den hier aus. Aber nee, nicht schenken tatsächlich. Warte, wir machen erstmal den hier so. Okay. Neuigkeiten. Ja, Und wir haben wieder irgendwie ein Geschenk bekommen, das wir nicht öffnen können. Okay. So. Lobe gesamt. Keine Ahnung, wovon der Lob kommt, aber okay. Auto wechseln. 50 Autos im Besitz. Perfekt. So, genau. Hier ist der Bugatti. Wir haben auch tatsächlich Lamborghinis. Ja, ein Cupra haben wir auch. Es kostet auch 2 Millionen von den Credits. Ich habe auch 1,7 Credits da oben, wie ihr da sehen könnt. Ich habe hier auch diverse Lamborghinis. Um genau zu sein, 3. Ich bin ein riesen Lamborghini-Fan, also ich liebe Lamborghini. Deswegen, die mussten auf jeden Fall sein. Jetzt habe ich meinen Controller fallen gelassen. Ja, hier auch ein Porsche. Ne, habe ich das zweimal? Oh ja, perfekt. Nein, theoretisch könnte ich einen davon verkaufen. Ja, hier ein 918 Spider Porsche 2014. Der ist natürlich auch legendär. Aber so viele legendären Dinger habe ich nicht. Aber ich würde sagen, auch wenn ich Lamborghini-Fan bin, den Bugatti fahren wir, weil wir heute mal ein bisschen Rennen fahren wollen. Und natürlich muss ich da auch ein bisschen der Schnellste sein, ne? Ja. Möchte ich liefern. Ich glaube, das kostet sogar, soweit ich weiß. Ein bisschen Kohle, aber juckt mich auch ehrlich gesagt jetzt nicht so wirklich. Der Sound aber von dem Auto ist so geil. So. Meine Maus. Kann mal gucken. Ich höre hier irgendwie keinen Sound. Aber jo. Weltkarte. Weltkarte, genau. So. Habe ich hier denn noch so einen Kopf, dass ich mir hier Dings muss? Hier diese ganzen lilanen Dinger sind ja die. Oh ja, hier oben. Okay. Gucken wir nach einem Scheunfund. Ich würde sagen, wir fahren. Okay, der leckt ein bisschen rum. Bei nächster Gelegenheit wenden. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 200 Metern rechts abbiegen. Also, ihr müsst wissen, eigentlich ist es hier alles auf 4K. Ne? Aber dadurch, dass ich das ja auf dem PC ja übertrage, ist es natürlich nicht 4K. Aber sonst spiele ich das immer mit 4K. Boah. Der reißt hier schon ganz schnell aus. Und er hat ultra Gas-Dings, ne? Also, der ist so schnell auf 300 gefühlt. Ja, okay, jetzt nicht, aber definitiv auch 100. So, jetzt auch 300. In 400 Metern. Die Kurven nimmt er auch ziemlich gut, muss ich sagen. Rechts abbiegen. Ja, okay, außer die hier. So, Meisterschaft rein. Rechts abbiegen. So. Auf jeden Fall habe ich schon viele teure Autos, muss ich sagen. Unter anderem habe ich auch wieder 2 Millionen Credit. Keine Ahnung, was ich mir dafür ein Auto kaufen soll. Habe ich echt keine Ahnung.
So. Läuft meine Aufnahme? Ja, natürlich. Oh, 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 oh. Wir springen ein bisschen. Nice. Wenn ihr mal gerne in den Kommentaren schreiben, was euer Lieblingsauto ist. Ja. So. Wir fahren jetzt hier erstmal nach links. Noch 5,8 Kilometer, dann sind wir auch schon dort und Ziel. In 400 Metern rechts. Wow. Ja, ja, ja. Also, auf jeden Fall ein geiler Wagen. Ja. Rechts abbiegen. Also, mein Lieblingsauto ist tatsächlich, also, meine Lieblingsautomarke ist Lamborghini und Audi. Welches Auto von Audi, weiß ich nicht. So, Audi RS3 Sportback Richtung. Ist so mein Lieblingsauto von Audi und mein Lieblingsauto von Lamborghini ist Lamborghini Huracan. Tatsächlich. Ja, habe ich auch einen Sticker tatsächlich an der Wand. Hier an der Wand, genau. Wow. Wow. Auto, Auto, Auto. Boah. Großartiger Duell. So. Okay. Noch 3 Kilometer, dann sind wir auch. Da bei den Scheunen. Eigentlich wollte ich ein Rennen fahren, aber wir können auch noch mal kurz nach den Scheunen-Dings gucken. Ich habe so gut wie auch alle lilanen Dinger eingesammelt. Allerdings bin ich irgendwie zu blöd, tatsächlich diese anderen lila Dinger einzusammeln, weil die irgendwie so auf dem Dach sind. Und das ist nicht so nice. Hier ist ein Käfer. Hallo Käfer. So, 70 Kilometer km/h. Ja, ich fahre ein bisschen schneller als 70. Aber ja. So. Perfekt, perfekt, perfekt. Nein, scheiße, ich habe den gerammt. Warum sind da Parkplätze? Oder sind das überhaupt Parkplätze? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir sind jetzt auf jeden Fall da. Wir können hier schon mal Augen aufhalten, tatsächlich. Nach einer Scheune. Wow. Wow, wow. Na, das ist aber keine Scheune. Mann. Das ist tatsächlich keine Scheune. So, da links sehe ich doch was. Können wir gleich mal gucken. Ich muss hier nur kurz zum Reiseziel fahren einmal. Du hast dein Ziel erreicht. Okay, so. Vielleicht finden wir das jetzt auch schon direkt. Das könnte sehr nach Scheune aussehen hier. Mhm. Mhm. Okay, nee, ist aber tatsächlich keine Scheune. Da ist ein Esel. Nee, okay, nee. Ist tatsächlich keine Scheune. Dann fahren wir mal weiter. Guck mal, ob das hier eine Scheune ist. Ja, komm, der knallt natürlich dagegen. Ne? Ist auch keine. Okay. Dann fahren wir aber mal ein bisschen weiter hier. Ich würde mal sagen, hier auch ein bisschen auf Gelände. Kann man mit Nugati natürlich ziemlich gut, muss ich sagen. Baum! Okay. Ah, ja, ja, ja. Also irgendwo muss die Scheune hier sein. Bin aber leider zu blöd, die zu finden. Also muss ja hier, ist ja hier in diesem lilanen Bereich. Ja, okay. War ich hier nicht schon? Also ich habe absolut keine Ahnung, wo die Scheune sein soll, wenn ich ehrlich bin. Hier eine Scheune? Nee. Nee, das ist tatsächlich auch keine.
Da ist sie nicht. Kann denn diese blöde Scheune sein, ey? Also das hier sind nur Felder. Ja. Was ist das hier? Auch nix. Okay. Das ist auch nix. Ey, ich habe absolut keine Ahnung, wie die sein soll. Ah, nehmen wir doch einfach mal die hier. Ey, die ist so versteckt gewesen. Ne? Wie kann man die denn nicht finden? Wie kann man die denn finden? Du hast es gefunden, richtig? Junge. Sie, BMW. Zu alt, um in Mexiko gefertigt worden zu sein. Bringen wir ihn zu Taller, dann sehe ich ihn mehr. Okay. Interessantes Auto auf jeden Fall. Nice. Ich rufe bald an. Okay, BMW. Mal sehen, was wir hier haben. Mhm. Wir haben ja auch wieder irgendwie Nachrichten. Automeisterung. Verfügbare Punkte habe ich einen. Ist hier echt. Ja, jo, schön. Aha. Mein Nachrichten-Dings. Ja, habe ich doch gesehen schon. Irgendwo kann man auch. Also, na doch nicht. Automeisterung. Autotune. Nö. Okay. Ja, Leute. Ich würde sagen, das war's erstmal mit dem ersten Video von Forza Horizon 5. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Stando. Ciao.